Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection-Update. Und in der Videoserie wollen wir mal schauen, was wir so über die letzte Woche uns ersammelt haben. Und dafür haben wir ein Add-on, das schimpft sich All the Things. Und da habe ich wieder einiges weitergebastelt. Letzte Woche waren wir nämlich bei noch 358 Items, die uns noch gefehlt haben und 99,37% waren wir und jetzt sind wir auf 99,47%, heißt 0,10% wieder gut gemacht und das entspricht, jetzt müssen wir rechnen, 8, nee, 54 Items, also 54 Items haben wir uns wieder geholt. Und ja, wir wollen jetzt mal kurz durchschauen, wo das alles ist und was wir so gemacht haben die Woche. Das erste, was ich euch gleich sagen kann, ist ein Item, was mich sehr freut, und zwar ist das bei Erweiterungsfeatures drin. Und ihr seht schon, hier bei Erweiterungsfeatures haben wir jetzt nur noch die Ordenshalle. Liegt daran, ich habe jetzt endlich den letzten Anhänger, wo haben wir es? Hier aus dem Gasthaus bekommen. Und da sind ja etwa so 250 Anhänger, die man bekommen kann. Und ich bin dann jeden Mittwoch, auch heute wieder, habe angefangen, alle meine Chars durchzuloggen und es dauert tatsächlich echt lange. Einfach nur einloggen und den Typen anquatschen und schauen, welchen Anhänger man die Woche kriegt, zieht sich etwa eine Stunde. Und heute haben wir den Matthew Jungherz. Den Namen weiß ich sogar jetzt, weil ich quasi, nachdem jetzt echt eine weilige Ausschau gehalten habe, den haben wir jetzt weg und dementsprechend haben wir tatsächlich alles, was man in der Garni machen kann, zumindest fürs Transmoggen, abgeschlossen mit dem Druid. Und das freut mich. Jetzt ist unter dem Unterpunkt tatsächlich nur noch hier ja einmal die Ordenshalle und da ist es ja der Hidden Skin und von dem Hidden Skin habe ich jetzt schon zwei Hinweise bekommen. Den letzten, der mir jetzt noch fehlt, ich meine, oder? Ist war das gut oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall einer der letzte Hinweis fehlt mir jetzt noch. Und dann haben wir das hier zum Glück auch weg und dann werden die Erweiterungsfeatures raus aus der Liste. Bei den anderen Sachen können wir jetzt mal kurz gucken. Fraktionen habe ich nichts Neues. Set ist ja auch das gleiche, ist auch nur quasi ne, hier die Farbvariante, also das ist komplett das gleiche, das wird halt zweimal aufgezählt, einmal unter Sets und einmal unter Erweiterungsfeatures. Berufe sind es immer noch die alten vier Sachen. PvP hat sich auch nichts geändert, Festtage waren seitdem her keine, die Geburtstage waren auch nicht mehr, den Kolben bin ich immer noch dran, es ist anscheinend gerade die Leech-Invasion, also da müssen wir mal gucken. Die Rang 4-Essenz und die paar Heldentaten, wo ich hier das letzte Mal auch schon was zugesagt habe, hat sich nichts geändert. Da sind ja wirklich die wenigsten Sachen. Wo sich was geändert hat, ist bei Dungeon und Außenbereiche. Und Außenbereiche seht ihr, fehlen mir jetzt nur noch die einen Schuhe, die man von Argus kriegt. Und nur von Argus über den Händler, wo man ein bisschen gambeln kann. Da kam ja die letzte Zeit auch das ein oder andere Video, wo ich da ein bisschen am Gambeln war. Und ich denke mal, ja, da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr kommen, weil ich habe leider die Schuhe immer noch nicht. Und da müssen wir jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen verstärkter farmen. Habe es in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen tatsächlich. Das ist das, was noch fehlt. Was weggekommen ist, also was nicht mehr in der Liste jetzt drin ist, ist der Umhang, irgendwie Bataillonsumhang oder ich weiß nicht genau, wie er heißt, den man über BFA noch bekommt. Und ich dachte, der ist nur in der Emissary drin. Die Emissary hat diesen Umhang aber nicht mehr, weil Blizzard mit 8.3 alle Umhänge aus Emissaries rausgenommen hat und auch aus der PvP-Kiste und der Mythic Plus Chest, also aus allen möglichen Kisten, gibt es keine Umhänge mehr. Warum? Naja, weil man halt den Legendary-Umhang im Normalfall anhat. Aber da muss ich den lieben Galadin hier nochmal früher hervorheben. Der hat mich dann nämlich darauf hingewiesen, dass es doch diese World Quest gibt und die war nämlich gestern ab. Habe ich die noch mitgenommen und ja, haben den Umhang auch raus. Und jetzt sind es halt wirklich nur noch die Argo-Stiefel, die wir bei Außenbereichen drin haben. Und dann haben wir noch Dungeon und Schlachtzüge. Da sind ja, ist ja der große Pool, wo ich noch am Farmen bin. Classic hat sich jetzt nichts geändert. Das sind noch diese zwei ewig seltenen Items, ne? Also die Schiftungen und hier der Vorschlaghammer, die ich mir am Aha kaufen will, wenn sie denn mal irgendwo günstig drin sind. Hier haben schon ein, zwei Leute auch angeboten, dass sie mir ein bisschen beim Farmen helfen. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegt es ja auch einer von den Leuten. Ich tue ausdrücklich keinen darauf hinweisen, dass er das machen soll, weil das Zeug droppt wirklich richtig mies. Also ich glaube, das zu farmen ist eine Verschwendung von Lebenszeit, aber gut, wenn es jemand nicht lassen kann, soll er es gerne machen und nach Uldermann reingehen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ich kaufe es euch dann auch tatsächlich ab für das ein oder andere Goldstück. Genau. Dann was haben wir noch offen? MOP. Da habe ich ein paar Runs jetzt auf dem Jade-Tempel noch gemacht, habe jetzt auch nicht krass gefarmt, immer so, wenn so ein bisschen zwischendrin
Downtime war. Ich glaube, ich bin jetzt so bei 70 Tries auf den Endboss, was ehrlich gesagt noch nicht viel ist, weil die Dinger haben eine Dropchance, also diese Epic-Waffen eine Dropchance von 0,3%. Also da werden wir mehrere hundert Tries brauchen, bis ich die hab, um realistisch zu sein. Deswegen, da bin ich noch nicht gut am Farmen gewesen. Aber wo wir ganz gut was weggemacht haben, ist in Legion. Ihr seht, wir haben nur noch drei Raid-Dungeons hier drin. Und zwar habe ich einmal vom World Boss, also das letzte World Boss-Item habe ich mir letzte Woche geholt. Das ging sehr gut. Ich bin hingegangen mit dem ersten Char, mit dem Main hin, umgehauen, Bonus-Roll gedrückt, zack, hat es drin gehabt. Ne? Das war ja bei den anderen World Boss-Mount oder World Boss-Items wesentlich beschissener, wo ich dann halt bis zur Vergasung quasi das Zeug gefarmt habe. Das ging tatsächlich hier relativ gut. Und was wir dann noch offen hatten, war eine 5-Mann-Instanz. Und zwar die Instanz in, ich weiß gar nicht, warte mal, jetzt müsste ich mal nachgucken, wie sie heißt. Auge, Violettes Auge hieß die, glaube ich, in Wortel. Und in Legion heißt die auch Violettes Auge. Ich bin mir, ah nee, Sturm auf die Violette Festung, so rum. Genau. Und ja. Vielleicht hieß die auch im Wortel genauso, ich weiß es jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich da noch einen Umhang gefarmt und das ist richtig beschissen, weil du hast da einen Pool aus Bossen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind, wir können mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und von diesen Pool aus Bossen sind halt immer nur drei da, ne? Also du musst dann nicht nur Glück haben, dass du das richtige Item beim Boss kriegst, sondern du musst erstmal den richtigen Boss kriegen und dann noch die Chance aufs richtige Item. Und das Problem ist, das kannst du auch nicht so schnell spammen, weil da ja diese Portale aufgehen, du musst jedes Mal warten. Also die Instanz zieht sich ewig, es kommen oft die falschen Bosse und dann ist die Dropchance halt auch noch beschissen. Also das habe ich jetzt lang gefarmt. Letztens zum Glück endlich diesen Rücken drin gehabt und muss das nicht mehr machen. Jetzt fehlen mir halt in Legion, so wie letzte Woche auch schon, das Xavier-Schultern und die Trash-Items. Ne? Hier, die werde ich jetzt irgendwann noch mal effizienter farmen, wenn ich jetzt mal die Xavier-Schultern habe. Dann Prüfung fehlt mir nur noch das Token, aber das droppt halt relativ niedrig. Ich habe jetzt geguckt, das droppt anscheinend in allen Schwierigkeitsgraden, ne? Nicht nur im LFR. Das ist das LFR-Set, aber es kann, wie auch hier schon im Hinweis steht, im LFR Normal, HC und Mythic bei jedem Boss droppen, aber halt zu einer sehr miesen Chance. Und was ich jetzt noch brauche, ist der Might-Kolben. Und ihr seht, es fehlt nur noch der Might-Kolben. Ich habe endlich die Hosen im Mythic bekommen. Heißt, ich brauche theoretisch mythisch gar nicht mehr reinlaufen. Gut, ich könnte mythisch natürlich auch für den Might-Kolben machen. Aber es geht schneller, wenn ich einen Twink von mir mit einem Main-Char durch LFR, NHC und HC ziehe, als dass ich mit einem Main auch zusätzlich mythisch mache. Also ich habe genug Chars, dass es eigentlich dann besser wäre, das im LFR, NHC, HC zu farmen, als dass ich mit einem Main auf Teufel komm raus mythisch laufe. Schaffe ich zwar auch, aber da haben die Mobs so viel mehr Leben, dass es eigentlich nicht rentiert, sich dadurch zu kämpfen. Mythisch bin ich eigentlich nur noch wegen der Hose gegangen. Heißt, ich brauche eigentlich ein. Es zeigt jetzt hier an, dass ich nur noch 12 Items brauche. Es sind aber weniger, weil der Kolben halt viermal gewertet wird. Ne? Also ein und derselbe Kolben wird viermal gewertet. Dementsprechend ist das nur ein Item. In der Prüfung sind es halt drei Vorlagen, aber es ist auch nur ein Item, das droppen muss. Also dieser Kopf, dass ich alle Items kriege, ist eigentlich auch nur ein Item. Und hier sind es die Xavier-Schultern, sind im HC und im Mythic das gleiche. Gut, der LFR-Trash sind halt drei plus einem Ding, also sind das hier vier Items. Also vier, fünf, sechs. Ne? Komplett Legion, sechs Items ist eigentlich nicht viel. Und hier in MOP sind es auch nicht sechs Items, sondern sind es halt nur zwei, weil hier auch im NHC, HC und Timewalker, also Zeitwandelung, quasi auch immer das gleiche Item droppt. Aber gut. Also es sind tatsächlich weniger, als man denkt. Und dann kommen wir zum letzten großen Punkt. Da, wo ich jetzt vor allem gefarmt habe, ist in BFA. Und dort haben wir weiter die 5-Mann-Dungeons gemacht, sind tatsächlich relativ gut durchgekommen. Letztens hat mir noch einige Viewer geholfen, vor allem in Althalda-Saar. Da will ich mich auch nochmal bedanken. Und ja, jetzt brauche ich tatsächlich nur noch ein einziges Item aus einer 5-Mann-Instanz. Und das ist von König Gopamark. Und zwar im Mythisch-Modus, und den habe ich letzte Woche, weil ich nicht komplett Mechagon durchlaufen will, wenn ich nur einen Boss brauche. Ihr könnt euch denken, komplett Mechagon, Mythic mit irgendwelchen Gammeltwings, da kann man rechnen, eine Stunde, eineinhalb, mit einer Kackgruppe vielleicht sogar zwei, bis man komplett durch ist. Und ich brauche halt nur den ersten Boss. Und wie habe ich es gemacht? Ich bin halt einfach hergegangen, habe einen Twink-Account, einen Char genommen und bin halt mit meinem Main rein und habe den Boss halt solo umgehauen. Das geht im Mythic-Modus, aber genau der Boss ist halt ziemlich ätzend. Und ich hatte vor allem letzte Woche dieses Problem, dass dann immer diese komischen Hard-Mode-Bots waren und die mir auf den Sack gingen. Und deswegen habe ich jetzt auch den Root immer noch geskillt.
dass ich die wegrouten konnte. Und das ist tatsächlich, den alleine zu machen, ist selbst mit einem gut equippten Char nervig. Um es noch, na, also es ist machbar. Ich habe ein paar Mal umgehauen, leider aber halt mit dem Charmy und Monk, die hier Streitkolben tragen können, die ich dann durchgezogen habe, konnte ich es leider nicht looten, aber, oder habe es nicht rausgezogen. Looten kann ich schon, aber ich habe es leider nicht gedroppt bekommen. Aber es war nervig. Also das war sehr nervig. Ich hoffe, dass ich jetzt nachher das noch bekomme. Ich will jetzt dann gleich nochmal ein paar Runs machen. Ich glaube, so drei, vier Chars habe ich und dann werden wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir das, dass das mal weg ist. Wäre zumindest gut, genau. Und, dann war ich noch die Woche das erste Mal BFA Raids. Und zwar am Samstag sind wir, also letzten Samstag, sind wir quasi Uldia, NHC, HC, Mythic gegangen und auch BOD, NHC und HC. Und da haben wir einige Items gekriegt. Also es waren jetzt eigentlich in beiden Instanzen um die 50 Items, die wir gebraucht haben. Also es war eigentlich in jedem Raid um die 50 Items, immer so ein bisschen über 50. Ihr seht, Palast und Nyalotha waren wir jetzt noch nicht, da sind es jetzt nur 51 tatsächlich beide. Aber hier in Uldia brauchen wir jetzt noch 39 und hier 42, das klingt viel. Es sind aber auch viele Schwierigkeitsgrade, ne? Also LFR, Normal, HC, Mythic und auch die LFRs bin ich fast alle durchgelaufen letzte Woche. Ich habe dann immer mal wieder mit meinem Main LFR reingequeued, habe nebenbei ein bisschen gequestet, da werden wir halt auch gleich noch drauf eingehen, denn ich bin jetzt auch bei den Quests eingestiegen, da müssen wir aber gleich hier das Addon noch umschalten, dann zeige ich euch da nochmal ein bisschen was, ja. Und ja, jetzt haben wir hier tatsächlich schon einiges gut gemacht, jetzt brauchen wir nur noch wenigere Items. Ihr seht, das sind halt sehr, sehr viele Waffen. Ich habe halt die ganzen Gear-Sachen habe ich schon. Die Waffen sind halt oft das Problem. Und da ist halt dann die Geschichte, weil hier ja kein Legacy-Loot-Modus ist. Also sprich, du kriegst nicht alles an Loot, sondern du kriegst halt Personal-Loot. Dann kriegst du halt nur das, was du auch tragen kannst. Ne? Und hier ist halt auch das Problem. Es gibt dann einen Streitkolben mit Agi, den kann ich nicht bekommen. Den kann dann zum Beispiel ein Charmy kriegen. Oder hier einen Dolch mit Agi, den kann nur ein Rogue bekommen. Oder hier einen Streitkolben mit Stärke. Den kann dann wieder nur ein Warrior oder ein Pala zum Beispiel kriegen. Oder ein DK oder so. Ne? Es gibt dann noch zwar ein paar mehr Klassen, die es bekommen können. Aber ich als Druid kann es nicht gedroppt bekommen. Deswegen muss ich da immer mit anderen Klassen rein, dass ich halt den Loot kriege. Das ist halt ein bisschen aufwendiger, ja. Und im LFR geht es noch, weil man da halt dann immer so random reinqueuen kann. In den anderen Schwierigkeitsgraden muss man sich halt immer eine Gruppe suchen. Und deswegen will ich das jetzt beibehalten und samstags eigentlich immer so die älteren BFA-Raids laufen und umso schneller wir durchkommen, umso mehr Rage packen wir halt. Ne? Ich war auch Uldia Mythic. Gahun haben wir leider nicht machen können, aber das ist halt, da musst du tatsächlich eine Gruppe haben, die den progressen will, die da auch die Koordination hat, ne, und dann halt auch willens ist, die Kugeln zu laufen. Und bei einer random Transmog-Gruppe, da ist dann, wenn du fragst, wer will es machen, da raunt die Stille quasi durchs Voice. Also, naja. Aber das andere ging alles soweit ganz gut. NHC, HC ist easy, auch der Mythic-Modus ist easy, bis auf Gahun. Und ich denke mal, das werden wir jetzt jede Woche machen. Da sah Lorleaf auch gut durch und eventuell können wir vielleicht dann sogar noch den Palast mit dazu nehmen. Tigel vielleicht, ne? Mal gucken, je nachdem. Also, wenn ihr Bock habt, samstags will ich da jetzt immer das in Angriff nehmen und da dementsprechend hier ein bisschen weiter die runterbasteln. Wir können jetzt mal grob gucken, wie viele Items ich noch brauche. Hier in Uldir sind es 39, in der Saalor sind es 42. Tigel sind es noch 3. Da brauche ich immer nur den Star vom ersten Boss in verschiedenen Farben. Im LFR habe ich ihn zum Glück bekommen. Da habe ich wieder irgendwen genötigt. Ich schreibe die Leute immer an, ob sie ihn looten. Also ich bin schon immer höflich, ne? Aber ich schreibe die immer an. Hey, brauchst du das? Willst du mir das geben? Und oft antworten die Leute nicht. Dann trade ich die an und dann geben die mir das meistens. Das ist ganz witzig. Die antworten dir. Da hab ich die Erfahrung gemacht. Im LFR, die meisten antworten dir nicht. Aber wenn du sie dann antradest, dann ge geben sie es dir. Also das ist wirklich so. So, weiß ich nicht, keine Ahnung, zu faul zum Schreiben oder einfach keine Lust auf einen. Mit den Trades kriegst du relativ oft das Item tatsächlich. Genau. Und Palast sind es 51 und Nyalotha sind es auch noch 51. Ne? Halt verteilt auf die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Hier in Nyalotha brauche ich halt noch sehr viel aus dem Normal, weil ich da so gut wie nie drin war, so wie es scheint. Ne? Ja, aber es eigentlich immer relativ gut verteilt auf die Schwierigkeitsgrade. Ich versuche jetzt halt auch ein bisschen öfter LFR zu laufen und mit Main zumindest alle LFRs einmal durchzubasteln. Teilweise dauert es ein bisschen, bis es proggt. Vor allem Uldia ist anscheinend ein Pflaster, was fast nie aufgeht. Ich glaube, ich habe letzte Woche alle LFRs bis auf den Endboss, also mit Main jetzt, den Endboss im Dings gemacht hier. Ah ne, das ist Panzer. Den Endboss brauche ich gar nicht. Panzer und der Endboss, ne, sind es hier.
weil hier die beiden, die kann ich nicht kriegen mit dem Druid. Also es macht keinen Sinn, das muss ich mal mit einem anderen Char machen. Das Problem ist, den letzten Teil kannst du nur anmelden, wenn du diesen blöden Umhang hast. Und ich habe eigentlich nur mit dem Main den Umhang und mit einem anderen Druid. Und mit dem Druid kann ich die Sachen nicht kriegen. Also müsste ich mir mit einem anderen Char, der das Zeug looten kann, den Umhang-Quest machen. Und ich weiß nicht, ob vielleicht nehmen sie die Voraussetzungen mit dem Pre-Patch raus oder so. Da hoffe ich jetzt mal so ein bisschen drauf. Und wo ich auch nicht reingekommen bin, ist in Uldir. Die hinteren Teile. Irgendwie ist es nicht aufgegangen. Der erste Teil, da war ich ein, zwei Mal drin, auch mit Twinks. Und mal gucken, vielleicht komme ich noch in die hinteren Teile. Was ich im Moment mache, bis die LFRs procken, ist eigentlich, dass ich ein bisschen queste. Und da können wir jetzt auch nochmal reingucken. Und zwar habe ich ja bei mir eingestellt, dass ich alles bis auf Quests drin habe, weil mir noch so etwa 500 Quests gefehlt hatten, ne? Und da einige Sachen dabei waren, die ich ein bisschen blöd fand, deswegen habe ich Quests rausgenommen in der Liste. Jetzt wollen wir uns aber explizit Quests angucken. Heißt, wir nehmen jetzt mal alles raus. Gut, das da unten hätte ich drin lassen können, das habe ich eh schon alles fertig. Eigentlich der einzige große Punkt ist, sind die Erbstücke, nicht die Erbstücke, sind die Appearance, ne? Also ich kann das jetzt trotzdem alles rausnehmen, aber das ändert sich nichts. Und ihr seht, zwei Sachen bleiben hier immer drin, egal ob ich alle Haken rausnehme. Und das sind die Essenzen. Mir fehlt ja noch eine einzige Mythic-Essenz, ne, die ich mir aber jetzt nicht mehr holen werde, weil ich habe die Heldentat und das wäre jetzt einfach noch die Heiler-Essenz von Queen Ashara habe. Die Heldentat für alle Essenzen habe ich, also die brauche ich nicht. Ne. Muss ja nur in einer Ausrichtung quasi alle Essenzen haben. Und aber die wäre hier auch drin und die wird halt bei zwei Sachen, bei Dungeons und bei Essenzen angezeigt. Und Essenzen kann man irgendwie nicht ausblenden. Da gibt es halt noch keinen eigenen Reiter. Gut, egal. Also zwei haben wir jetzt hier mehr, als wir eigentlich hätten. Jetzt machen wir mal Quests rein. Und ihr seht, ich habe jetzt noch 342 Quests offen. Also wo ich jetzt angefangen habe vor ein, zwei Wochen, waren es um die 500 Quests. Also ich habe ein paar jetzt erledigt zwischenrein, während die LFR-Queues offen waren. Teilweise dauert es halt immer so ein bisschen. Und warum ich die Quest ursprünglich nicht reingenommen habe, hat halt verschiedene Punkte. Ich habe eigentlich alle Gebiete durchgequestet und eigentlich so, würde ich mal sagen, also 95% aller Quests, die man in-game machen konnte oder eigentlich sogar mehr als das gemacht. Ja, und die Sachen habe ich hier nicht angezeigt, weil halt viele Sachen drin sind, die ich eigentlich gemacht habe, die hier blöderweise nicht getrackt werden. Wie zum Beispiel die Secrets, ne? Also Baal habe ich, Waste of Time habe ich auch, gut, Yennefur, das habe ich nicht gemacht, das ist ja auch noch nicht komplett gelöst, aber die beiden Sachen habe ich gemacht, aber blöderweise mit einem Char auf dem zweiten Account. Das trackt aber das Addon dann blöderweise wieder nicht. Oder hier diese Spielzeug-Dinge habe ich eigentlich auch geholt. Trackt halt irgendwie auch nicht. Also hier sind auch so Sachen drin, ne? Gut, ja. Das sind Festtagssachen, das noch hier auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Und dann sind es halt. Gut, jetzt habe ich hier noch in der Garnison was. Da kann man immer im Gasthaus eine Daily machen. Die habe ich jetzt die letzten Tage schon immer mitgenommen oder die letzten eineinhalb Wochen. Das sind immer andere. Da habe ich jetzt auch schon ganz gut Fortschritt gemacht. Hier ist jetzt halt auch noch, weil es auch als Quest intern gewertet wird. Der Hidden Skin. Ne? Ich brauche hier Duskwood noch. Ah, schau mal, hier wird sogar angezeigt, dass ich Duskwood noch brauche für den Hidden Skin. Und solche Geschichten. Und was halt auch blöd ist, wenn wir jetzt hier reinschauen bei Außenbereichen, ist es zum Beispiel hier die Spezialaufträge. Und da waren vor einer Woche oder so, waren jetzt hier noch 50 Spezialaufträge drin. Und zwar sind es immer diese Heldenaufrufe, ne? Ich kann euch das mal zeigen. Das sind hier diese Boards. Und wenn ich hier drauf drücke, dann kommt hier nichts, nichts Interessantes ist drin. Und du kannst die halt nicht mehr kriegen. Ja? Und die einzige Möglichkeit, wie du diese Quests noch kriegen kannst, wenn du sie damals nicht gemacht hast, sind, wenn du hier diesen Party-Sync anschmeißt. Und das ist mit fast allem von dem Zeug, was ich hier habe. Jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal durchgucken, diese ganzen Quests, ne, wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann steht dran, dass es this quest is a breadcrumb von other quest, ne? Heißt, also eine breadcrumb, also eine Brotkrümel-Quest quasi, ist einfach eine Quest, die dich von einem Lager zu einem anderen schickt. Wenn du jetzt aber ein Lager, also wenn du eine Quest hast, die schickt dich von Lager A nach Lager B, du aber davor schon Lager B eine Quest angenommen hast, dann fällt diese Quest weg und die wird dir nie angeboten. Und wenn du dann halt weiter questest, dann ist die halt weg. Und das sind eigentlich 95% der ganzen Quests, die mir fehlt, sind halt immer diese Breadcrumb-Quests. Also wenn wir hier durchschauen, Breadcrumb-Quest, Breadcrumb-Quest, hier auch, das halt einfach, wenn dein Hals auf 65 geht, dann kriegst du eine Breadcrumb-Quest, dass du in die Herzkammer zurückgehen musst. Und die kannst du halt nicht nochmal kriegen, ne? Wenn du halt zuvor schon die Herzkammer gegangen bist, ohne diese Quest anzunehmen,
ist die halt weg, weil dann ist die Quest, Sinn der Quest ja nicht mehr gegeben, dich einfach nur irgendwo hinzuschicken, wenn du von allein schon hingelaufen bist, ne? Das krasseste, was ich letztens hatte, ist hier im Startgebiet, und zwar hier die allererste Quest, ne? Hier in Teldrassil, im Laubschattentale, wie das Ding heißt, gibt es hier eine Quest. Die allererste Quest, die du annimmst, ist, dass du irgendwelche Tiger killen musst. Die killst du, und die Folgequest ist, dass du ins Grelllager gehen musst und irgendwelche Grelle umboxen. Und direkt neben dem Questgeber ist ein anderer Questgeber, der dir eine Quest gibt, dass du hier Sachen looten musst, ne? Natürlich nimmst du beide gleichzeitig an, weil du beide hier hin musst. Jetzt ist es aber so, es gibt eine Breadcrumb-Quest. Wenn du nur die Quest vom ersten Questgeber annimmst, die Quest hier abschließt, die Mobs zu killen, zurückgehst, die abgibst, dann kriegst du eine Quest, dass du mit dem Typen 2 Meter nebendran sprechen musst für die andere Quest, wo du wieder hierhin gehst. Und natürlich nimmst du beide gleichzeitig an. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, aber sogar da gibt es eine Breadcrumb-Quest, nicht in ein nächstes Lager zu gehen, sondern mit dem nächsten Typen. Und das sind so viele Quests, die ich quasi da verpasst habe. Und wenn man die halt komplett haben will, dann muss man halt alles Party sinken. Und hier waren es jetzt 3 Quests, die ich machen musste. Easy. Ich habe aber zum Beispiel auch im Loch Mordan oder in anderen Gebieten, kann ich euch sagen, ich hatte hier eine Quest, ne? Oder eine Quest offen, wo ich einfach von ihm eine Quest bekomme, dass ich hier hochgehen muss. Ja, schön. Dass ich aber die Quest hier krieg, muss ich irgendwie von so einem Typen hier eine Quest bekommen. Dass ich die Quest krieg, muss ich aber hier was gequestet haben, und zwar das halbe Lager. Dass ich diese Quest krieg, muss ich aber hier gequestet haben und so weiter. Also ich musste dann hier oben die ganzen Quests machen, hier die ganzen Quests machen, hier die ganzen Quests machen, hier die ganzen Quests machen, dass der mir eine Quest gibt, dass ich hier hochgehen muss. Und so läuft das halt fast in allen Gebieten, ne? Also ich war auch zum Beispiel hier in der Sengenden Schlucht, da, ich glaube, ich habe hier 40, 50 Quests gemacht, ne? Also hier tut ihr komplett das Lager, und auch in vielen anderen Gebieten. Und das ist halt immer ein bisschen nervig. Also du musst halt immer Partys sinken und dann die halben Gebiete nochmal durchquesten, bloß dass du so eine Brotkrümel-Quest kriegst. Und du musst das wirklich ziemlich linear machen. Du darfst außen keine Quests annehmen, nicht, dass dann die Quests nicht mehr getrackt werden. Und das ist ein bisschen blöd. Deswegen habe ich das eine Weile hier ausgeblendet, habe Quests nicht mitgenommen, weil ich das ein bisschen dumm fand. Wahrscheinlich muss ich jetzt halt auch die Secrets nochmal machen, obwohl ich es dann habe. Aber ich dachte mir so nebenbei, wenn ich eh auf dem LFR warte, kann ich das machen, weil ich habe mir erst gedacht, ob ich die 5-Mann-Pandaria-Ini spam, aber dann komme ich in Lockout, und dann, wenn der LFR proggt, komme ich nicht rein, und das ist ein bisschen ätzend. Ja? Deswegen habe ich mich dazu entschieden, komm, diese Quests hast du eh offen, und jetzt guckst du mal, dass du da einmal ein paar machst, ne? Das ist zwar teilweise für eine Quest dann ein Haufen Aufwand, weil du ein halbes Gebiet durchquesten musst, bis du wieder an dem Punkt bist, wo du quasi diese Weiterleite-Quest quasi bekommst, aber so ist es. Und ja, macht eigentlich auch Fun, da so ein bisschen das abzuarbeiten. Viele Sachen, was ich auch gesehen habe, ich war jetzt letztens in Draenor ein bisschen unterwegs, es sind auch Rares, ne? Also oft ist es, dass ein Rare zählt intern auch als eine Daily quasi, weil du den einmal täglich umhauen kannst. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal beobachtet, dass er mit irgendeinem Gammeltwink, wo er nicht viel gemacht hat, ein paar Rares umhaut und dann auf einmal das Achievement aufprockt, dass man 10 oder 25 Dailies oder irgendwas, was es ist, wo es ein Achievement für gibt, erledigt hat, ne? Das ist ganz komisch, aber tatsächlich intern die und in dem internen Questlog von Blizzard zählen Rares als Dailies, komischerweise. Ja, deswegen sind hier auch Rares drin und auch Schätze und so. Und nicht nur Quests. Also in Draenor gibt es da auch relativ viel Zeug zu machen. Und hier auch in Pandaria sind es teilweise auch Schätze, die relativ selten da sind, die halt als Quests gelten, ne? Oder die hier auch mit in dem Punkt drin sind. Genau. Und ja, da haben wir auch ganz gut was weggearbeitet. Ich kann jetzt nochmal grob drüber fahren. Ich habe hier bei Dungeon und Schlachtzügen noch was drin. Ich habe kurz bevor wir das Video jetzt hier aufnehmen, noch die letzte in AQ gemacht. Ich hatte noch eine Raid-Quest in AQ20 und habe mich belehren lassen, dass es ein Daily-Lockout hat und kein Weekly. Und ich habe jetzt eine ganze Woche gewartet, bis ich wieder rein bin. Gut, ich habe das Item trotzdem bekommen, ne? Also es war jetzt nicht so schlimm. Und jetzt habe ich zum Beispiel noch eine Breadcrumb-Quest hier auch zum Vortex-Gipfel und eine, dass ich zu den Hallen des Ursprungs laufen muss. Da muss ich halt wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein halbes Gebiet durchquesten, dass ich die Pre-Quest bekomme, in die Instanz zu gehen. Dann habe ich hier in Uldir, gibt es das Neuerschaffungsfeld. Jede Woche, also du musst erstmal ein Item dir holen aus Uldir, wo dieses Neuerschaffungsfeld als Azeri-Trait drauf hat. Und dann, wenn du 3 Bosse killst pro Woche, kriegst du immer einen Buff, der immer sich weiter hochstapelt. Also ich muss jetzt da noch 4 Wochen lang immer 3 Bosse töten. Habe ich ja jetzt eh vor, am Samstag immer zu machen, von dem her sollte das kein Problem sein. Aber auch das wird intern als Quest gewertet, deswegen ist das hier mit drin. Und dann haben wir, gut, das ist die Essenz, die können wir nicht loswerden. Und dann muss ich die
die Quest aus Nyalotha im Enhancer und im Mythic machen. Die habe ich leider nie gemacht. Ich habe nur die im HC tatsächlich gemacht für den Port. Die muss ich mal noch irgendwann angehen. Also das ist nicht viel. Und sonst ist es halt sehr, sehr viel im Außenbereichen. Ich habe jetzt letzte Woche habe ich schon einiges hier in den östlichen Königreichen gemacht. Dann habe ich gestern und vorgestern einiges hier in Kalendor gemacht gehabt. Die Woche davor war ich auch in Wattle. Da habe ich alles komplett fertig gebastelt. Pandaria habe ich so nebenbei immer ein paar Sachen gemacht. Da ist auch nicht mehr so viel. Und Draenor habe ich gestern nochmal grob ein paar Sachen abgeflogen, um einfach zu gucken, wie das so ein bisschen funktioniert, weil da sehr, sehr viel drin war. Und ich mir gedacht habe, hey, warum sind da Rares drin? Und habe da mal ein bisschen noch was rausgekriegt. Aber naja, so nach und nach kriegen wir das auch weiter hoffentlich. Also das meiste seht ihr, 246 ist halt einfach hier bei den Außenbereichen, ne? Und bei den anderen ist eigentlich nicht viel. Ein bisschen was ist bei den Secrets, knappe 50 und Festtage. Da muss man halt auch immer warten. Ich habe gesehen hier bei dem Scarabeus-Event, da gibt es dann auch einige Questsachen, die man machen können, die ich bis jetzt halt immer komplett ignoriert habe. Ne? Also das Scarabeus-Event, da habe ich nicht großartig was gemacht. Und hier mit dem Pfeifen, da muss ich mal noch gucken, wie das genau klappt. Gut, eins wollte ich euch noch zeigen. Ach ja, ich habe jetzt hier noch vier von den Dingern offen, ne? Von den Helden aufrufen. Da ist es ein bisschen kacke. Es gibt manche, da musst du ein bestimmtes Level haben. Zum Beispiel hier, da musst du Level 85 sein, sonst kannst du es nicht machen. Ich kann zwar trotzdem den Heldenaufruf hier bekommen, wenn ich Party Sync mache, aber wenn ich es abgib, zählt es nicht. Und du musst ein bestimmtes Level sein, dass es zählt anscheinend. Also ich denke mal, 85 und 90 kann ich noch Party sinken, 25 kann ich nicht Party sinken. Ich muss mal gucken, da bin ich mir nicht sicher, ob das auch reinzählt, wenn ich es mit dem Twink mache. Und andere Sachen muss ich halt wahrscheinlich auch mit dem Twink machen. Ich habe nämlich in der brennenden Steppe, es gibt auch so eine Quest, da musst du, die kriegst du halt nur, auch wenn du Party singst, nur wenn du zwischen 47 und 56 bist. Ne? Ich habe das letztens im Stream auch schon ausprobiert. Wir haben alles versucht, ums Verrecken hat es die Quest halt nicht gegeben. Ist halt echt ein bisschen ätzend. Also da sind auch ein paar Sachen dabei, die noch ein bisschen nerviger werden. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber wie gesagt, hier die Quests haben erstmal noch zweite Brühe, erste Brühe liegt noch auf dem Transmog. Das machen wir nebenbei. Heißt, wir werden jetzt die nächsten Wochen immer erst, so wie ich es heute auch gemacht habe, das Transmog zeigen und dann so, was ich auch an Questfortschritt gemacht habe. Ich denke, mein Questfortschritt wird immer nicht so groß sein, weil das wie gesagt immer nur so zwischen den LFR-Queues ist. Aber ich will es auch weiter treiben und vielleicht, wenn der Pre-Patch live hittet und eh wieder ein Haufen neue Sachen rein. Kommen, dann werde ich vielleicht die Liste weiterführen mit Quests, also dass ich es dann komplett als eins behandle. Ich hoffe, bis dahin habe ich hier auch gut was rausbekommen. Gut, das war es eigentlich jetzt soweit mit dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann in der Woche wieder, wenn ich quasi wieder ein bisschen mehr gesammelt habe. Und dann wünsche ich euch eine gute Woche. Bis dahin, euer Teller. Bis dann, ciao.